Jetzt. So, einen wunderschönen guten Abend oder Präabend. Ich hoffe, ihr könnt uns alle gut sehen, hören. Wir begrüßen euch gemeinsam, also ich und der liebe Dr. Christoph Niederwieser. Ich hoffe, ich darf Christoph sagen. Wir begrüßen euch gemeinsam, also ich und der liebe. Ich höre mich gerade selber auf, du hast den Ton noch eingeschnitten. Christoph, magst du bei deinen anderen Geräten den Ton ausschalten? Ja, da, ich bin eigentlich da gar nicht online auf den anderen Geräten. Man hört es zweimal. Hast du vielleicht bei dir den Ton noch an? Kann das sein? Man hört es zweimal. Hast du vielleicht bei dir den Ton noch an? Kann das sein? Einen Moment bitte, wir haben noch ein paar. Wenn du das ausschaltest, ich schau mal kurz, wo ihr alle her seid, bevor. Okay. Jetzt geht's. Nein. Genau. Kurzer Test. Ja, da müsst ihr mir wahrscheinlich gerade nochmal ein Headset holen, weil das läuft nämlich über den Computer, über den wir reden, kommt die Rückkopplung zustande. Du weißt. Macht nichts, wir starten jetzt trotzdem. Ja, ich schau mal, wo ihr alle herkommt und macht nichts, wenn das so läuft, weil genauso ist das Leben. So, ich habe vorhin schon gesehen, aus Kanada, aus Deutschland, aus der Schweiz, ganz viele aus Österreich. Wir haben ja heute hier ein Doppelpack aus Österreich, weil der Christoph und ich, wir sind beide gebürtige Österreicher. Das ist ja auch mal eine Premiere für mich. Zumindest für mich, er kennt es, glaube ich, schon. Genau. Südtirol. Ja, Bad Waltersdorf. Hallo. Belgien. Gleich starten wir. Okay. Aus Zagreb. Tja. So, Birgit, geht's jetzt mit dem Ton? Super. Ja? War noch gut verstaut, sehr gut. Okay. Alles gut. So, einen wunderschönen guten Abend. Der Christoph und ich, wir möchten uns gemeinsam mit euch das Jahr 2024 noch einmal ansehen, weil ihr habt auch bei mir gesehen, dass die Prophezeiungen diesmal sehr umfassend ausgefallen sind. Es sind, ich glaube, 6 Videos, wirklich mit unterschiedlichen Themenbereiche, weil das große Thema, was zumindest würde ich so beschreiben, ist es großer Aufbruch. Und zwar wirklich aufbrechen. Also jede Szenerie, die es so gibt, die wird ein Gerangel sein und eine Rebellion in sich und dann aufbrechen. Und viele, viele neue Dinge werden dadurch entstehen. Auf der anderen Seite haben der Christoph und ich uns schon zweimal live getroffen, ich glaube beim Jens jedes Mal. Und haben dann festgestellt, dass sowohl meine Arbeit in der Prophetie, also in der medialen Hellsicht, dass sich da dann auch gezeigt hat, dass sich das sehr mit dem Christoph, seinen astrologischen Deutungen, sehr, sehr stark gedeckt hat. Und deshalb wollten wir nochmal drauf eingehen, weil wir haben das ausgemacht schon bereits im vorigen Jahr, dass wir das Jahr 2024 uns ansehen werden. Und dann haben wir, ich glaube, gestern haben wir nochmal telefoniert und es zeigte sich auch, dass es wirklich zwei bestimmte Punkte gibt, zwei Monate in diesem Jahr, die sehr, sehr speziell sind.
Und zwar in einer Art und Weise, die für die Menschheit durchaus interessant sein werden. Und zwar, die wirklich viel verändern werden, weil da wird man, glaube ich, sehr lange auch drüber sprechen. Und ja, Christoph, was sagst du eigentlich zum ganzen Jahr 2024 und zu dem, was durch dich da auf die Erde kommen ist? Das deckt sich ja auch sehr gut auch mit meinen Sachen, aber ich glaube, du nennst es auch anders. Ja, Birgit, ich habe jetzt leider hier eine Verzögerung von 3 Sekunden drinnen. Ganz herzlich willkommen alle miteinander. Und es freut mich sehr, dass wir hier jetzt gemeinsam das Gespräch führen können. Ich hoffe, dass wir das mit dem Audio auch noch im Laufe der Zeit hier hinbekommen. Moment, ich muss hier doch nochmal umstopseln. Es ist sehr, sehr irritierend. Wäre ganz gut. Einfach drauf, einfach drauf los. Warte mal kurz. Gut, ja, also nochmal herzlich willkommen alle miteinander. Entschuldigt bitte diese technischen Probleme. Wir probieren ja heute zum ersten Mal eine ganz neue Plattform aus. Also nicht nur unsere Kooperation, hier ist ganz was Neues, was wir gesagt haben. Wir haben in den letzten 2 Jahren, seit wir uns kennen, so oft frappierende Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen feststellen können in unseren Vorhersagen, dass wir gesagt haben, okay, das müssen wir doch mal schauen, dass wir das irgendwie zusammenbringen. Lass uns doch einfach mal das kommende Jahr gemeinsam anschauen. Jetzt, Birgit, du hast ja eine sehr ausführliche Jahresvorschau für 2024 schon auf YouTube publiziert. Ich habe ja auch schon vor fast einem Monat jetzt meine Jahresvorschau auf YouTube rausgebracht. Und wir haben da gesehen, okay, da gibt es doch auch bei den großen Jahresthemen einige große Gemeinsamkeiten. Und ja, heute wollten wir uns dann auch nochmal wirklich so im Monatstakt mal durchs Jahr durchgehen und da so diese besonderen Punkte uns raussuchen, wo wir sagen, da tut sich auch besonders viel. Also ich freue mich da schon sehr, danke dir auch, dass wir das so zusammengefunden haben und ja, freue mich dann schon auf unseren Austausch. Mhm. Ja, also was ich so beobachtet habe, war, und das war sehr interessant, ich schaue mir, zuerst mache ich die Prophezeiung und übrigens, ich schaue mir im Vorhinein nichts an, also ich schaue mir keine anderen Propheten an, ich schaue mir nichts an von Astrologen oder sonstiges. Ich bin eher die sich die Karten lege auf YouTube anschaut, das war es dann auch, weil mir ist das mal wirklich passiert und dann war ich enttäuscht und deshalb mache ich die Prophezeiungen und dann im Nachhinein, wenn es mir mal unterkommt oder von Christoph, schaue ich mir die Sachen schon an und das war's. Und deshalb ist es noch mal interessanter, wenn sich das dann deckt. Und ich mache ja grundsätzlich eine andere Arbeit, weil ich habe mit Astrologie nichts am Hut, außer ein Guide von mir, der war mal Astrologe, und das ist aber schon das Einzige, also als er noch gelebt hat. Und was sich wirklich auch gezeigt hat, dieser hellsichtige Blick durch das Jahr 2024, ist dadurch, dass ich sehe nicht nur die Menschen in Farben, sondern auch die Monate. Und die Monate waren immer also ähnlich. Und jetzt zeigt sich ja, wir haben eine neue Epoche. Ich sage, dass eine neue Generation wächst heran. Und es ist tatsächlich eine vollkommen neue Energie, auch was die Monate betrifft. Also jedes Jahr war irgendwie jetzt schon mittlerweile, ja, wir haben Angst vor dem Oktober, weil da kommen die Eklipsen. Da können wir uns anhalten, was die Emotionen betrifft. In diesem Jahr ist da jetzt nicht viel los im Oktober. Also ein bisschen, ja, aber nicht, dass man jetzt sagt, Und was ganz speziell ist, es ist so wellenartig. Also jeder Monat ist irgendwie, ja, da ist irgendwie, in einem Monat verdaue ich und im nächsten macht so richtig Wumms. Dann ist wieder, ich verdaue ein bisschen und dann macht es wieder Wumms. Und 2 Monate sind dabei, die machen so richtig Rums. Aber auf eine Art und Weise, dass man echt sagen muss, okay, das wird sich die Menschheit wirklich merken. Ja. Genau, jetzt übrigens sind die technischen Probleme auch geklärt, ja, Birgit, passt ja auch zum Jahr, ne? Das kommt ja auch. Ja, also wir haben ja heute, ist ja der Pluto in Wassermann einmarschiert, das ist ja der Planet der Umwälzungen im Zeichen der Disruptionen, da geht natürlich alles durcheinander, das Unterste kommt zu Oberst, das ist wie so eine Sturzgeburt ein bisschen, ja, und dieses Sturzgeburt-Motiv, das sehen wir natürlich auch jetzt hier bei unseren ersten Minuten.
Aber ich denke, dass wir es jetzt gut eingespielt haben, auch von der Tonqualität her, kann ich dich jetzt sehr gut hören. Und ja, was würdest du sagen, Birgit, von deiner Seite, was sind denn da so die großen Jahresthemen für 2024, bevor wir so in die Details reingehen? Ja, naja, die großen Jahresthemen, es bricht halt in jeder Szene auf. Also ob das jetzt meine Szenerie ist noch, ich würde mich jetzt selbst nicht als spirituell bezeichnen, ich bin einfach nur ein normaler Mensch, der seine Heldinne sehr stark nutzt und die Leute darin ausbildet. Aber jede Szene bricht auf. Und dieses Aufbrechen ist überall. Und dann ist es ein großes Thema, ist natürlich auch die Rebellion. Es wird rebelliert. Natürlich kann das auch bedeuten, dass wir kriegerische Punkte oder Krisenherde werden wir stark auf der Erde auch sehen. Es wird sicher auch, und da sehe ich einen Monat dafür, ganz speziell, wir werden auch hören, ja, jetzt ist der Dritte Weltkrieg ausgebrochen, werden wir hören. Ob so ist, wissen wir erstens einmal nicht wirklich, weil die Berichterstattung stimmt sehr oft nicht mit den Wahrheiten überein, wenn wir die öffentlich-rechtlichen Sender beobachten und was dann tatsächlich der Fall ist. Das heißt auch die Kommunikation und der Wahrheitsgehalt. Also alles, was Wahrheit betrifft, es bricht einfach alles auf, was nicht der Wahrheit entspricht. Und ein weiteres großes Thema sind Beziehungen und Partnerschaften. Und die betreffen uns alle, also jeden Einzelnen. Selbst wenn man es nicht will, die betreffen uns alle. Ob das jetzt berufliche Partnerschaften sind oder Liebespartnerschaften oder zu unseren Kindern, Freunden und so weiter. Also da bricht alles auf und wird sich umwälzen. Und da, das kann für den einen oder anderen, insbesondere wenn man sich davon ferngehalten hat, ganz schön emotional werden. Ja, und das sind ja auch interessanterweise astrologisch die großen Themen. Ja, also wir hatten jetzt ja schon seit Ende 2020, Anfang 2021 den Aufbruch in die Luftepoche, Wechsel der Konjunktionspunkte von den Jupiter-Saturn-Konjunktionen, von den Erdzeichen, ja, das war so die kapitalistische Konsumgesellschaft seit dem Jahr 1800, in die Luftzeichen, also da geht es um den Geist, ja, und das ist immer viel multidimensionaler, vielfältiger, also in der Erdepoche ist immer alles sehr dröge und hierarchisch strukturiert, eben auch Partnerschaften, ja, aber auch jetzt Gesellschaftssysteme in der Luftepoche, da splittert es auf in eine große, schillernde Vielfalt und ja, einerseits natürlich ist es eine ganz starke, wie du es beschrieben hast, eine ganz starke Revolutionsenergie, weil die Menschen sagen, okay, jetzt waren wir lang genug im alten System eingesperrt, jetzt haben wir lang genug hier ein System ja, getragen, welches eigentlich schon längst überlebt hat. Die letzten 2-3 Jahre, ich nenne es so die Sturm- und Drangzeit der Luftepoche, da hat es natürlich schon unter der Oberfläche extrem gebrodelt und gegärt. Und jetzt, 2024, platzt es so richtig hoch. Da kommen wir richtig in eine Beschleunigungsphase rein. Wie du sagst, also einerseits, wo Menschen sagen, jetzt Schluss mit dem alten System, das werden wir jetzt da heuer sehen bei den ganzen Wahlen. Also ja, beispielsweise gerade die EU-Wahl, ja, da ist ja vielleicht so der Freak, der Clown, der schrille Paradiesvogel, ist eigentlich so der Politiker, der die Wahlen gewinnen kann, der so wie Milei sagt mit der Kettensäge, wir hauen alles Alte zusammen und machen jetzt ganz was Neues. Und natürlich auch in den Partnerschaften, ja, weil so diese klassische Mann-Frau-Beziehung, die ist jetzt lang definiert, war über Jahrzehnte, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja. Wir haben ja zum Glück eine Gleichstellung mittlerweile und dass die Geschlechterunterschiede immer mehr sich ausgleichen, ja, dass es vielmehr eigentlich um die Person, um den Menschen, ums Individuum geht, als um solche Rollenmuster der Gesellschaft. Ja, und insbesondere die Abhängigkeit. Also wenn zum Beispiel eine Frau nur mehr mit ihrem Mann zusammen ist, wegen, also einerseits Kinder, ja, aber da geht es ja meistens um sehr finanzielle Dinge und dann schon eine Affäre nach der anderen hat, irgendwo, keine Ahnung mit wem, ja, und trotzdem noch die Beziehung aufrechterhält, damit sie nicht sich aufopfern muss, damit sie sich selbst erhält, das wird nicht mehr halten. Also solche Dinge, meinem Empfinden nach, sprengt sich das dieses Jahr. Das heißt, wir werden natürlich auch eine Welle erleben der Trennungen, aber immer wenn was Altes zusammenbricht, kommt was Neues zusammen. Also das ist auch ein Befreiungsschlag für einen selbst, dass man für sich selbst, also in die Selbstermächtigung geht und das ist ja auch was Schönes. Also, genau. Ja. Ja, und diese Trennungen haben wir ja, also wie du sagst, dieses Jahr sind vor allem die persönlichen Beziehungen da auch ein Stück weit dran. Wir haben es ja letztes Jahr auch ein Stück weit schon vorletztes Jahr in den beruflichen Beziehungen gesehen. Ja, also wie viele Menschen während den Lockdowns gesehen haben, sie sitzen ganz im falschen Job, sie verschwenden eigentlich ihr Leben mit einer Tätigkeit, die ihnen überhaupt keine Erfüllung gibt und wie viele da auch dann ihren Job, teilweise auch ihren Wohnort gewechselt haben dann seit Mitte 2022, 2023. Also jetzt ist so diese Aufbruchsenergie da, wo jeder sozusagen an seinen Platz kommen
möchte. Ja, und da gibt es natürlich auch manche Irrwege, manche Verirrungen, da gibt es vielleicht auch Fehlversuche, aber besser 2, 3 Fehlversuche, als im falschen Alten zu bleiben. Ja, ja, das kann man sich ja als Leitmotto nehmen. Ja, genau. Also nicht aufgeben, liebe Leute, das ist ganz wichtig. Insbesondere, weil was sich halt für das ganze Jahr zeigt, und zwar, ich spreche halt immer wieder davon, das war ganz eigenartig. Also ich sehe unsere, ob das jetzt Milchstraße heißt oder nicht, ich sehe es als Energie. Und was ich dann gesehen habe, war, dass wirklich so etwas sich öffnet wie ein Portal. Ich würde es aber nicht als Portal benennen. Und dass wie eine andere Galaxie zu uns stößt und zusammenstößt. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich male die Sternenvölker auch. Es sind über 90 mittlerweile. Sie werden immer mehr und ich komme gar nicht nach. Also ich habe das dokumentiert. Ich dokumentiere sie, wo sie herkommen, wie sie leben und so weiter. Und jetzt habe ich gesehen für dieses Jahr, also da bricht einiges auch auf die Erde ein. Nicht im Negativen, sondern auch die Sichtungen werden mehr. Wir haben jetzt schon ganz viele UFO-Sichtungen, auch in meiner Community, aber das wird auch richtig offiziell gemacht werden. Jetzt gab es in Miami auch diesen Vorfall, der meinem Empfinden nach echt war, auch wenn ich da auch Gegenstimmen habe, aber da war einiges echt, da wurde aber einiges versucht zu vertuschen. Und auch die UFO-Sichtungen werden mehr werden. Und meinem Empfinden nach geht es auch da in Richtung einer Erweiterung, eines Aufbrechens des Bewusstseins. Und dieses Aufbrechen des Bewusstseins, dass wir nicht alleine sind in den Universen, wird natürlich sich auch auswirken auf die Bildung im Allgemeinen. Weil ganz ehrlich, wenn man dann sagt, okay, was ist denn da noch alles falsch gewesen, was uns so geschichtlich erzählt wurde, wird es auch hier weitergehen. Also das hat eine Kettenreaktion. Und da möchte ich noch etwas sagen zu einer Kettenreaktion. Ich habe vor 2 Jahren prophezeit, also circa da ganz am Anfang von meinem, ich habe so einen Member-Bereich hier auf YouTube, da habe ich gesagt, weil da waren die Deutschen wirklich arm. Die Deutschen haben gesagt, überall wird rebelliert, nur in Deutschland nicht. Was ist da los? Und ich habe gehört, ich bin hellhörig sehr stark, dass mein Edgar gesagt hat, Deutschland ist ein großes Schiff. Wenn das Schiff beginnt, sich zu bewegen, bewegt es die ganze Welt. Und da sind wir jetzt. Und ich habe gewusst, es wird irgendwann geschehen, dass das Schiff beginnt, sich zu bewegen. Und es beginnt jetzt, sich zu bewegen mit diesen Bauernaufständen. Und meinem Empfinden nach, diese rebellische Energie, dass es möglich ist. Und es wird was bewirken, ob es jetzt für das richtige Leitthema ist oder nicht. Es geht darum, dass man etwas bewegen kann. Und dass dieser Mut, diese Mutenergie, die sich jetzt freisetzt, die geht jetzt ja schon über die Ländergrenzen hinaus und wird sich dann auf andere Themenblöcke, in andere Bereiche umsetzen. Und das finde ich schön, weil diese Energie ist genauso spürbar. Genau, also es geht jetzt in erster Linie darum, aus dieser Schockstarre der letzten Jahre rauszufinden. Also das ist aber ein natürlicher Lauf der Technologie, der Innovationen und auch der menschlichen Geistesentwicklung. Dass wir lange Zeit haben wir so graduelle Weiterentwicklungen und irgendwann sind all diese Entwicklungsströme, dass es halt einfach immer weniger zusammenpasst. Ja? Die Gesellschaft und die Technik und die Anforderungen und die Umwelt, alles irgendwie treibt immer mehr auseinander und dann kommt man mit den kleinen Reformchen eben nicht mehr weiter. Da muss man wirklich sagen, okay, wir müssen eigentlich mal wirklich groß die Dinge von null weg am weißen Blatt neu denken, statt das Alte fortzuführen. Und wie du sagst, also wenn Deutschland ist ja ganz ein klassisches Steinbockland, also natürlich in der alten Erdepoche war Deutschland irrsinnig gut verwurzelt. Wenn da auch mal Deutschland draufkommt, dann ist das tatsächlich so, dass es eigentlich dann so die ganze Welt spätestens verstanden haben muss. Wobei wir natürlich grundsätzlich schon jetzt die nächsten Jahrzehnte eine Entwicklung haben, die weggeht von den klassischen, von der Vormachtstellung der klassischen westlichen Länder unter der Vorherrschaft der USA. Deutschland war ja gleich da an zweiter, dritter Stelle hinterher, hin zu einer deutlich vielfältigeren Weltpolitik. Ja, so auch Länder oder Kontinente wie Afrika, Asien dann irgendwann auch sozusagen als gleichberechtigte Partner gelten und nicht mehr so sehr als Vasallen. Es ist natürlich für den Ersten immer schlechter, wenn die anderen aufholen, ja. Aber eigentlich aus dem Gerechtigkeitsempfinden heraus ist es doch wünschenswert, dass die Menschheitsfamilie immer mehr zusammenwächst, ja, und diese Unterschiede immer kleiner werden. Ja, warum? Da möchte ich auch drauf eingehen. Warum
wächst die Menschheit zusammen. Und bitte, ganz viele sagen, ah, das ist ein Wahnsinn, das stimmt ja gar nicht, weil die Menschen sind so, jeder ist gegen jeden. Das ist wie eine Heavy-Metal-Band, wo du am Anfang den Eindruck hast, jeder gegen jeden. Nein, das ist jetzt, jeder wächst in sich hinein und lernt sich kennen und dieses Aufbrechen, dieses Kennenlernen von sich selbst, da kann schon sein, dass emotionale Ausbrüche kommen. Und man lernt sich kennen und lernt dann natürlich durch seine eigene stimmige Energie kommt es zu ganz neuen Verbindungen. Man geht ins Mitgefühl hinein, durch das auch die Telepathie erwächst. Die hellen Sinne werden viel klarer. Das wird in den nächsten 10 Jahren eine Normalität sein. Und dadurch werden wir als Menschheit mehr zusammenwachsen, damit wir im nächsten Schluss ganz normal mit unseren Sternenvölkern, wie die mit dem Nachbar umgehen lernen. Was am Anfang auch nicht so leicht ist. Gell? Und ja, klar. Also wir kommen jetzt halt raus aus dieser Verkrustung der Materie, die halt sehr stark auf Trennung basiert war. Ja? Also Luft ist ja immer das Beweglichste und das Leichteste und das Vielseitigste der Elemente, auch das, was sich am meisten vernetzt. Ja? Das ist die Befreiung des Geistes. Also wo wir das letzte Mal so eine Luftepoche hatten, da gab es halt diese ganzen religiösen Strömungen, die überhaupt gesagt haben, Nahrung und die weltlichen Güter, das ist so und so alles eigentlich verdammenswert. Wir wollen den Geist komplett befreien, indem wir wochenlang nur meditieren und uns in Höhlen zurückziehen und so. Also da gab es so ganz extreme spirituelle Bewegungen und da kommen wir jetzt wieder rein. Also alles wird leichter, auch die Ernährung, wir sehen es ja, also statt Berge von Fleisch in uns reinzustopfen, dass wir jetzt eben vegane Ernährung, leichte Ernährung, mit wenig tierischen Produkten und so weiter, weil wir eben auch nicht mehr jeden Tag 15 Stunden am Fließband stehen, wie das halt in früheren Zeiten notwendig war, sondern weil wir uns jetzt halt vor allem geistig beschäftigen. Und da haben natürlich auch jeder von uns auch viel mehr Kapazitäten und Ressourcen, um eben auch sozusagen den Geist zu entfesseln und zu befreien. Ja. Da gibt es auf der einen Seite natürlich extreme Entwicklungssprünge, gerade 2024, du hattest es ja schon anklingen lassen, da gibt es wirklich eine enorme Horizonterweiterung. Da haben wir auch Konstellationen, wo die letzten Male, also all die letzten Jahrhunderte, immer unglaubliche Durchbrüche in der menschlichen Geistesgeschichte waren. Ganz tolle neue Erfindungen, neue Entdeckungen und so weiter. Aber es wird auf der anderen Seite natürlich auch viele geistige Verirrungen geben, also auch jetzt zu die psychischen Probleme werden auch teilweise deutlich zunehmen, ja, und im Grunde das, was früher so der Arzt am Körper rummetzgern musste, um uns zu reparieren, das ist eigentlich künftig der Geist, der da vor allem eine Heilung braucht und eine Orientierung braucht. Ja, dieses spirituelle Erwachen und das Aufbrechen der Hellsinne, die wir alle haben, das ist bei jedem aktiv, das ist etwas, das mit, also für mich ist das, ja, ich lebe das seit der Kindheit, aber das ist für sehr viele dann nicht so einfach zu verstehen. Und vor allem, da kommen ja dann auch Wahrheiten über dich selbst, weil du lernst dich selbst so intensiv kennen, wenn die Hellsinne aktiv sind. Das ist in den ersten Jahren gar nicht so einfach. Da wirklich auch mit deinen Gedanken umgehen zu lernen oder zu lernen, was es wirklich bedeutet mit einem offenen Herzen. Also wenn das Herzchakra wirklich offen ist, du kriegst einfach alles mit. Du kriegst jeden Vibe mit. Das heißt, unsere Auren sind dann ganz stark spürbar, auch für andere Menschen. Alles, was wir so denken, fühlen, was in uns vorgeht. Und damit müssen wir alle umgehen lernen. Also selbst jene, die sich als hochsensitiv oder hochmedial, so wie ich mich auch bezeichnen würde, bezeichnen, auch die gehen den nächsten Schritt. Also ich kann das nur von mir selbst sagen. Ich bin gestern über ein kleines Wesen, ich sehe ja hellsichtig die Wesen, die Jenseitigen, die sehe ich ja alle, also wirklich mit dem physischen Auge auch. Und gestern habe ich mir gedacht, ich bin gestolpert, weil ich mir gedacht habe, also da war ein kleines Wesen und ich wollte nicht niederlaufen, ja, ich wollte nicht niederrennen. Und dann bin ich halt auf die Couch gestolpert. Dabei, ich hätte durchlaufen können, weil es ein energetisches Wesen war. Also es ist schon so extrem bei mir auch, ich muss mich auch wieder neu eintunen auf diese Zeit. Und für viele ist es aber erst der Beginn. Ich meine, du bist ja da schon richtig, richtig lang damit beschäftigt, ja, aber bei vielen erwacht es ja erst jetzt so. Und das Erste, was natürlich oft dann passiert, ist, dass man dann gerne das Böse aufs Außen projiziert. Ja, das hat man ja jetzt so die letzten Jahre, da gab es ein böses Virus und dann gab es ein böses Russland und so weiter und so fort.
die Probleme übernehmen im Außen. Und das wird eben auch neu sein, jetzt 2024, dass wir merken, dass der größte Feind von innen kommt. Ja, also nicht nur in der Hinsicht, als dass beispielsweise Menschen, die in Systemen drin sind, beginnen von innen heraus, diese Systeme entweder zu reformieren oder zu sabotieren, ja, sondern auch, dass jeder Einzelne von uns merkt, okay, vieles von dem, was ich hier Böses in der Welt sehe, das ist eigentlich das eigene Mindset. Und wie du sagst, ja, so, es ist halt jetzt doch eine große Wahrhaftigkeit, die da anbricht, wo man so mit so Selbstbetrug und so eigentlich nicht mehr wirklich weiterkommt, weil es dann halt einfach schnell wieder auf einen zurückfällt. Also eigentlich ist jetzt schon auch die nächsten Monate die Zeit, auch bei sich selber ein Stück weit aufzuräumen. Gell? Ja, das Resonanzgesetz wird ins Unermessliche wahrnehmbar sein, sagen wir mal so. Okay, starten wir in die Monate? Ja. Okay, wie bereits erwähnt, ich habe es dir gestern eh auch schon gesagt, dass ich sehe es wirklich, als wäre jedes Monat einen Monat zum Ausruhen und im nächsten Monat gehen wir wieder Vorstoff, also Vollgas. Und gehen wir mal, also jetzt, der Januar ist fast vorbei, wir haben jetzt nächste Woche noch einen Vollmond. Sicherlich Vollmond tut immer ein bisschen was transformieren, aber dann geht es in den Februar hinein. Und der wird schnell, also ich sehe das wie blitzschnell, also einerseits auch, was die Kommunikation betrifft, was neue Partnerschaften betrifft, das ist wie Attacke. Jetzt setze ich um. Und viele, ich habe fast schon das Gefühl, wie viele Revolutionen, die jetzt im Februar sich umsetzen werden. Und das Nächste ist, wenn es auch um die Beziehungen und Partnerschaften geht, diese männliche Schublade wird aufgebrochen. Also und da hängt ja viel damit zusammen. Da hängt ja auch ein Kriegsthema damit zusammen, weil quasi der Mann zieht in den Krieg und das haben wir ja noch immer in den Köpfen. Und da drinnen ist ja auch Scham und Schuld. Also da ist ja viel, da geht es ja auch um Sexualität, da ist ja so viel drinnen, wenn die männliche große Schublade aufgebrochen wird. Dass ja übrigens die ganzen Coaching-Themen, was Beziehungen betreffen, das ergibt irgendwann keinen Sinn mehr. Das wollen vielleicht so einige nicht mehr wahrhaben, aber da bricht einiges auf. Und das heißt auch, es wird im Februar meinem Empfinden nach, so wie ich das sehe, auch sehr emotional werden, aber auch noch kühl. Also man geht noch recht cool durch. Also es ist noch nicht ganz so hitzig. Was sagst du da dazu? Ja, also das ist einerseits merkt man eine ganz starke Beschleunigung, wie du schön formuliert hast. Also die Dynamik nimmt dann eine sehr positive Richtung, nachdem wir jetzt ja wieder so die letzten Monate eher so ein Stillstandsgefühl hatten. Jetzt hat man das Gefühl, okay, jetzt kommt es in Bewegung, jetzt kommt es ins Rutschen, das Ganze. Auch das Thema Beziehungen Mann-Frau, das sieht man astrologisch sehr schön, weil die sind ja jetzt die ersten Wochen im Februar, sind ja Venus und Mars, das sind ja so die zwei Symbole fürs Männliche und fürs Weibliche, sind ja dann noch im konservativen Steinbock noch ein bisschen zurückhaltend, aber dann Mitte Februar laufen die beiden im Wassermann und bilden dort eine Konjunktion, ja, treffen davor noch den Pluto, das heißt, zuerst gibt es dann mal einiges zu bereinigen noch, ja, und einiges Verdrängtes hochzubringen und auch so, dass Mann und Frau beide sagen, okay, wir müssen grundsätzlich uns in unserem Verhalten, in unserer Einstellung ganz was Neues überlegen und dann so eben in der zweiten Februarhälfte, dann treffen die sich. Ja, also einerseits ist es natürlich immer schön, wenn die beiden sich einig sind und auf einer Linie sind, aber was eben spannend ist, eben astrologisch, du hast es auch so formuliert, dass eben so Konjunktionen von Venus und Mars nicht nur für ein hitziges Liebesleben stehen, ja, wo beide sozusagen dieses Verschmelzungserlebnis haben möchten, sondern oft auch Kriege anzeigen. Also der Beginn des letzten Ukraine-Kriegs, das war bei der vorletzten Venus-Mars-Konjunktion komischerweise. Ja. Also das, weil eben da einfach oft diese hitzigen Triebe und Energien dann auch überschießen. Ja, das finde ich nämlich recht spannend, weil ich habe ja mein drittes Buch geschrieben, das kommt im April. Und da wird ja davon gesprochen, also da channel ich ja wieder Sternenvölker und da geht es nur um Liebe, Sexualität und Partnerschaft. Nicht nur für uns Erdlinge, sondern auch, was sie dazu sagen und wie sie leben. Und sie sagen eben alle in einer Tour, jeder sagt das Gleiche, wir sollen da gar nicht aufeinander zugehen, wir sollen gar keine fruchtbaren Partnerschaften haben, weil dann sind wir nicht mehr so steuerbar, weil es uns wirklich alle trifft. Und das vergessen sehr viele, die auch so ein bisschen raus aus der Matrix da drinnen sind,
wenn dann ansetzen bei der Partnerschaft oder bei den Partnerschaften. Also das ist das größte Thema, wo wir alle lenkbar sind. Und das wird mich dann nicht wundern, wenn genau, wo es eigentlich schön werden sollte, macht Brack und wir sollen uns wieder alle in die Angst versetzen lassen. Wird mich nicht wundern. Ich glaube, als Lösungsstrategie, weil Venus-Mars treffen sich im Wassermann. Das heißt, die treffen sich dann in einer sehr schönen, erfüllenden, konstruktiven Art und Weise, wenn beide sagen, lass uns komplett neue Wege gehen. Ja, also sprich raus aus diesen alten Beziehungsmustern, ganz vielleicht experimentell ganz neue Beziehungsformen auch ausprobieren, ja, zu sagen, okay, das muss ja nicht immer so dieses klassische, wir leben zusammen, wir schlafen zusammen im selben Bett und so weiter und so fort. Da gibt es ja 1000 Varianten heutzutage, ja. Wir sind ja nicht mehr in den brüden 1950er, 60er Jahren, wo man dann sofort irgendwie, keine Ahnung, der Dorfaussätzige war. Also heute ist ja da vieles möglich. Und da sind wir eigentlich alle gefordert, mit unseren Partnern, Partnerinnen, da auch so individuell uns so zu arrangieren, dass es für beide passt. Gell? Also jeder hat ein anderes Bedürfnis nach Alleinsein, nach Geselligkeit, nach geistigem Austausch, nach körperlichem Austausch und so weiter. Und da darf man sich einfach an keine Blaupause halten oder an keine Normen, sondern da muss man einfach zu zweit den ureigenen gemeinsamen Weg finden. Und vor allem auch, dann läuft super. Ja, vor allem auch durchziehen, weil viele ziehen es ja nicht durch, weil eben gut gemeinte Ratschläge dann kommen. Und wenn du aber wirklich gefestigt bist in dem, was du wirklich fühlst und diese Eindeutigkeit, und es wird halt immer eindeutiger, also es kann sich irgendwann niemand mehr wirklich wehren wegen seiner eigenen Energie, weil die so eindeutig ist. Also man spürt dann eindeutig auch die Aura und jeden Gedanken. Das ist dann auch spürbar in der Physis übrigens, wenn du in einem Widerstand bist. Das setzt sich ganz klar und deutlich in der Physis, also die Physis spricht dann ganz eindeutig, egal was, also jetzt, ob beruflich, Partner oder Gedankengänge, die dir nicht gut tun oder Menschen, die dir nicht gut tun, das wird man gerade in diesem Jahr ganz eindeutig in der Physis spüren, alles was Widerstand betrifft. Und das wirklich Extreme zeigt sich, also das Extreme, jetzt flacht es dann wieder ab, wenn es in den März hineingeht. Ich meine, das Thema Rebellion haben wir das ganze Jahr über. Genau, das haben wir das ganze Jahr bis auf, wir hatten uns ja ausgetauscht, dann eigentlich im Herbst, so September, Oktober, das ist erstaunlich ruhig, wo ja letzten Jahre dann doch recht turbulent war. Da haben wir dann nochmal so eine letzte Atempause, aber sonst, wie du sagst, eigentlich durchgehend ist dieser revolutionäre Gedanke immer mit dabei. Ja? Also auch bei all den Monaten, die wir jetzt besprechen, auch wenn wir es nicht dauernd expliziter nochmal formulieren. Gell? Also im März sehe ich auch, was die Farben auch betrifft, es geht eher in die emotionale Aura, also emotionale Heilungen. Da werden auch sehr viele Gespräche geführt, intensive kosmische Einstrahlungen. Das kann sein, dass da wirklich auch das geht nämlich auch das ganze Jahr über, mal mehr, mal weniger. Da gehen wir nachher noch gleich drauf ein, weil das hat dann auch einen Effekt. Ich habe ein bisschen im März habe ich so ein bisschen das Gefühl, da könnte es mit dem technischen Gerät und mit der Elektrizität schon anfangen, dass die Schwankungen beginnen. Ich habe das Gefühl, was März betrifft, da geht es eher um Naturkatastrophen, da geht es um Überschwemmungen. Ich habe ja prophezeit, dass es auch eine Landmasse abdriftet oder abbricht, und zwar ein größeres Teil. Wenn das nicht in den USA ist, das kann gut sein, dass da etwas mit der USA war in Bezug auf Naturkatastrophen auf uns zukommt. Ich werde dann natürlich dann noch weiterhin oder tiefer hineingehen, auch mit einem Trance-Speaking, aber so hellsichtig betrachtet, zeigt sich das schon ziemlich gut, dass da die Natur... Ja, also Elektrizität und so, das würde ich auch im August dann sehen, da ist es deutlich stärker als Motiv. Und im März, da haben wir durchaus, wie du sagst, so mit dichter Materie, dass da was aufbricht, so wie Landmassen oder sowas in der Art. Gell? Also wirklich so recht grobe, verklasterte Formen dann plötzlich aufpoppen. Ja. Das könnte schon durchaus sowas sein mit Naturkatastrophen, wo aus der Erde heraus irgendwie was bricht, erschüttert und so weiter. Ja, und dann kommen wir zu dem Monat, wo ich zu dir gesagt habe, Sprachnachricht, du Christoph, was ist im April los? Das ist ein Witz. Ja, also das Erste, was bei mir reinkam zum April,
Da sind so ziemlich alle in der Opferrolle. Also da braucht man Nervennahrung. Da sind mehrere energetische Portale offen, nicht nur eines. Da geht eines auf, das andere, das vermischt sich. Da kracht es, da ist man ungehobelt, da bricht es innerlich auf. Da gehen wahrscheinlich auch die Wutenergie geht hoch, aber auch der Mut geht hoch, was Beziehungen betrifft, was auch was Politik betrifft, wahrscheinlich auch was, jetzt höre ich es gerade, was Stürme betrifft. Der ganze Monat ist für mich komplett grün, das bedeutet aber Heilung. Also das bedeutet absolute Heilung auf allen Ebenen. Das ist halt natürlich auch, werden wir auch gebrauchen, wenn es so aufbricht und da wird einfach alles sichtbar. Also da wird alles, ja. Jede Emotion, alles, was du denkst, alle Korruption auf der Erde, alles, was Politik betrifft, ziemlich alles. Und ja, wie du sagst, das ist wie so ein kosmischer Mixer, wo alles turbulent von unten nach oben gekehrt wird und durcheinander läuft. Und es ist aber auch gleichzeitig das, was du als Heilung benennst, man könnte es vielleicht eine Reinwaschung nennen, ja, also dass sozusagen wirklich das Alte weggeflutet wird, was nicht mehr passt, in einer teilweise sehr, sehr rüden, energievollen Art und Weise. Einerseits wirklich so mit Auseinandersetzungen im Direkten, ja, auf eine sehr direkte Art, aber teilweise eben mal hintenrum im Hintergrund. Und wenn du sagst Opferrolle, also ich sehe da irgendwie, dass da so eine Art die Vorreiter geopfert werden. Also die da am stürmesten, am wildesten in die sozusagen in die neue Zeit voranbrechen, ja, dass man da mal sagt, das machen wir die mal den Kopf kürzer, das geht uns jetzt doch zu schnell, ja. Also da, wo sozusagen so diese Eroberer und man kann auch sagen Macho-Energien sowohl bei Männern als auch bei Frauen durchgehen, ja, also die halt sozusagen zack als erstes den Gimpel wo reinhalten und voranlaufen und einfach mal ohne vielleicht groß nachzudenken was machen, das sind die da dann eigentlich ja, auf der Abschussliste auch stehen können, ja, und die dann schnell mal sozusagen ja einen Kopf kleiner gemacht werden können. Ja, also da rollen Köpfe. Also das sehe ich auch und das in jeglicher Hinsicht. Mhm. Also das ist auf der einen Seite nicht schön, auf der anderen Seite sehe ich aber auch, was den April betrifft, dass da wirklich auch Pionierarbeit geleistet wird. Also da sieht man jene, man kann sich das so vorstellen, jene, die immer unterdrückt wurden, die aber Pionierarbeit im Hintergrund geleistet haben, brechen da wirklich hervor. Man sieht sie dann einfach. Man sieht sie dann einfach und jene, die Show gemacht haben drumherum, die aber nicht wirklich die Pionierarbeit gemacht haben, die müssen dann einfach sich bekennen. Also das zeigt sich ziemlich eindeutig, ja. Definitiv. Ich meine, es ist ja so, es ist auch ein großes Thema. Das wird da natürlich im April nochmal ganz besonders aktiviert, aber grundsätzlich hatten wir so seit den 1980er, 1990er Jahren so eine Art von Politiker, die sehr auf Show-Effekt und auf Marketing und auf NLP-Kommunikationstechnik und so weiter hochgerüstet waren, wo aber einfach die Kompetenz aber oft wirklich gefehlt hat, die fachliche, und wo es eigentlich nur darum ging, Schönwetterkapitän, also wenn eh alles aufwärts geht, dann fällt es gar nicht so auf, wenn man eine schlechte Führung hat, aber jetzt eben in Krisenzeiten, in Umsturzzeiten, in Zeiten mit enormen Veränderungen, da zeigt sich halt dann doch, wer was drauf hat und wer nicht. Und wie du sagst, also da wird es auch einen Wechsel geben. Da werden wir ganz einen großen Schritt sehen, hin eigentlich zu den wirklich soliden Führungspersönlichkeiten. Ja, genau. Ich habe ja zum Beispiel in einem Video meiner Prophezeiung gesagt, Finger weg von dem strategischen Marketing. Finger weg. Würde ich auf alle Fälle, also der Mensch selbst merkt, wenn du raffiniert Marketing einsetzen möchtest, sei einfach ehrlich, es ist ja legitim, wir gehen jetzt in eine Zeit und kannst du gerne auch was dazu sagen, wo sehr viele Menschen in die Selbstständigkeit gehen, davon spreche ich auch schon seit Jahren und in dieser Selbstständigkeit ist es legitim, dass man sagt, hey, ich biete das und das an und mache einfach Werbung dafür, ganz einfach, aber dieses Guerilla-Marketing so über die Ecken, was eh erst einmal nicht erlaubt ist, oder wenn es nur mal darum geht, E-Mail-Adressen abzufragen, also da werden die Menschen mittlerweile sauer in jeglicher Hinsicht. Genau, weil mittlerweile ja doch die meisten von uns auch eine gewisse Mündigkeit auch im Internet sozusagen erlangt haben und sich dann immer so leicht übers Ohr hauen lassen wie vielleicht noch vor 10 Jahren. Das wird natürlich auch viel, diese ganzen Social-Media-Konzerne, Facebook und so weiter, da sehe ich 2024 auch, dass die da deutliche Schwierigkeiten bekommen werden, eben weil solche Dinge hochboppen werden, gell?
Und die sind dann oft wieder davonkommen. Dann schaut Mark Zuckerberg wieder ein bisschen unschuldig vorm amerikanischen Gericht oder vom Weißen Haus rein und alles ist wieder vergessen. Aber ich glaube, dass da 2024 dann ein größerer Schuss kommen wird. Ja. Und ich höre das, aber nicht kichern. Es ist, wir sind eh alle mit uns selbst beschäftigt in dem Jahr. Ganz ehrlich, da, wenn wir es überhaupt mitkriegen oder wahrscheinlich erst im Nachhinein. Von dem her, es wird sich alles. Ja, ja, wobei natürlich da dieses, der größte Feind kommt von innen, das ist im April natürlich auch stark aktiviert, gell? Und das werden wahrscheinlich dann auch solche sein, die entweder dann so ein bisschen als Helden hochgehievt werden, dass man sagt, oh, endlich traut sich einer von innerhalb dieses Systems, da jetzt sozusagen Opposition innerhalb zu ergreifen und komplett neue Wege vorzuschlagen. Aber es kann sicher sein, dass das überhaupt nicht gut geheißen wird in anderen Fällen und dass die dann sozusagen als Sündenbock einen Kopf kürzer gemacht werden. Ja, also der beste Tipp, glaube ich, was auch den April betrifft, ist, bleib einfach bei dir und tu dir Gutes, ohne dass du irgendwie mit den Finger auf irgendwen zeigst, weil das repräsentiert ja auch etwas Ungesehenes in dir selbst. Hm. Also, und da, wie vorhin bereits am Anfang besprochen, da geht es um das Resonanzgesetz. Alles, was du aussendest, kommt zurück. Und dann sollte man sich schon ziemlich gut auch ansehen, worum es da geht. Ja, genau. Ja, ja, die Unsicherheit oder Unzufriedenheit in einem selbst und warum das alles präsent ist. Also es ist schon eine starke Heilung auch, bringt das natürlich mit sich, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist. Aber manchmal muss es eben ganz stark rumpeln, damit es einem danach deutlich besser geht. Ja. Was wir in unserer Wohlfühlgesellschaft, wo wir uns so extrem abgebuffert haben, oft gar nicht mehr so wertzuschätzen wissen, aber oft sind ja gerade die Krisen die größten Heilungsmomente. Und das haben wir eben im April als Hochphase. Ja, ja, also eindeutig für mich ist das energetisch der stärkste Monat, was Aufbrechen betrifft. Also es geht das ganze Jahr über, aber der ist mir sofort ins Auge gesprungen. Magst du weitergehen? Ja gut, dann im Mai, da ist es ja jetzt ein Stück weit ruhiger, ja, da beruhigt sich dann so ein bisschen, da wo man gedacht hat, oh, das Tempo, das nimmt überhaupt kein Ende mehr und kaum ist eines erledigt, kommen die nächsten zwei Dinge daher. Im Mai, da bremst die Dynamik deutlich runter, ja, das heißt, da kommen wir so ein Stück weit auch in so eine, ja, fast schon, würde ich sagen, kurze Atempause rein, ja, wo man einmal wieder Zeit hat oder vielleicht auch ein bisschen mehr Platz hat, über alles, was da geschehen ist, die ersten Monate 2024, auch zu reflektieren und das vielleicht irgendwie auch zu verarbeiten und uns seine Konsequenzen davon abzuleiten. Ja, also das heißt, wenn es uns da gerade März, April schon viel zu turbulent war, im Mai gibt es schon so eine Revisionszeit einfach, ja. Ja, das muss man, also es zeigt sich an, wie, als würde jemand wirklich auf uns achten, damit wir durchatmen können, damit wir das alles verkraften. Das muss man schon sagen. Das ist, und so eindeutig habe ich das in keinem Jahr noch gesehen. Weil entweder war es 2 Monate oder 3 Monate komplett Vorstoff oder es war ruhig oder keine Ahnung, aber wirklich so jedes Monat ein, komm, jetzt lass mal sacken. Ja. Also genau, das ist eigentlich auch die, sagen wir so, die natürliche Bewegung, wenn die Luftepoche dann sozusagen in ihre, aus der Sturm- und Drangzeit rausgefunden hat, in die Beschleunigungsphase, weil es ist tatsächlich so eine Wellenbewegung, ja. Also so wie ein Vogelschwarm, der im Grunde irgendwie wie so rhythmisch durch die Lüfte wogt, ja, und irgendwie zuerst glaubt man, das wäre alles chaotisch und plötzlich sieht man, nee, das folgt ja alles einem geordneten Wellenmuster. Genau, das sehen wir ganz schön im 2024. Und ja. Astrologie ist ja im Grunde so die Lehre, die Weisheit von der Zeit und von den Zeitzyklen und den Zeitrhythmen. Und wie du sagst, also jedes Einatmen, jedem Einatmen folgt dem Ausatmen und umgekehrt. Man kann nicht nur das eine oder nur das andere machen. Mhm. Ja, und dann kommt der Juni. Dann habe ich gesagt, ja, weil ich sehe ja zu den Monaten sehr oft auch, welches Sternenvolk ungefähr da ist. Und da habe ich zum Christoph gesagt, da ist Truesit anwesend, habe ich gesagt gestern zu ihm. Was? Und auf alle Fälle, da geht es meinem Empfinden nach absolut, da geht es nur mehr um Kommunikation. Also auf der einen Seite Kommunikation mit Gedanken, Gespräche auf neuer Ebene, eine Informationsflut, also da passiert auch ganz viel. Es würden da, also da wird
einerseits höre ich jetzt Naturkatastrophen, dann geht es wieder, da kommt wieder ein Lastwagen nicht an, weil da wieder können es nicht ausliefern, keine Ahnung. Also ganz viele Fehlinformationen auch, damit die Menschen so ein bisschen in die Atemlosigkeit wieder gebracht werden. Auf der anderen Seite ist es irgendwie das Gefühl von erblühend, trotzdem aufregend. Endlich ist was los auf der Erde. Endlich tut sich was. Deshalb wird wieder geredet. Die Menschen reden wieder mehr miteinander. Das ist das Positive dran. Und galaktische Informationen. Also da werde ja ich, da kriege ich solche Ohren, gell? Das ist ja voll mein Thema. Und es fühlt sich an wie ein Durcheinander, als wären 50 Radiosender eingeschaltet auf unterschiedlichen Frequenzen, niedrigen, hohen, unterschiedlichen Dimensionen. Und es wird halt viel gelabert auch. Also, aber da geht es auch schon um elektromagnetische Frequenzen, dass die schon auch schon gestört sind, meinem Empfinden nach. Ja, also astrologisch sieht man es ja wunderschön, weil da wandern eigentlich alle Planeten rüber in die Zwillinge. Und vor allem auch der Jupiter, der wandert eben hier in die Zwillinge rein. Und wie du sagtest eben, Zwillinge ist ja das Luftzeichen, das bewegliche Luftzeichen der Kommunikation. Ja, das ist das Geschnattere, das Geplappere, das ist totales Gewurle und Durcheinander. Wie in so einem Ameisenhaufen fühlt sich das so ein bisschen an, ja, wo alles irgendwie durcheinander zappelt und einfach unglaublich viel gelabert, kommuniziert wird, vernetzt wird. Aber eben alles sehr schnell, manchmal sehr oberflächlich. Man weiß oft nicht genau, ist das jetzt, hat es Hand und Fuß oder nicht. Ja, also wenn ein Steinbock was sagt, dann weiß man immer, okay, die zwei Worte, die er gesagt hat, haben Gewicht. Wenn ein Zwilling irgendwie 1000 Worte sagt, dann kann es ja nur eine Luftblase gewesen sein. Also das ist so die Energie, aber es bringt uns eben in Verbindung, es bringt die Dinge in Bewegung, es bringt uns aus der Verkrustung raus. Und das ist eben das Schöne auch wieder. Also die große Gefahr für jeden Einzelnen von uns und dafür für die Gesellschaft ist, dass man sich in so einer Zeit des zappelnden, wurlenden Durcheinanders auch mal sehr schnell verzetteln und verlaufen kann, ja, dass man vielleicht da zu viele Dinge gleichzeitig anfängt und dann einfach nicht mehr schafft, all diese Bälle in der Luft zu jonglieren. Vor allem wenn man es aber schafft, einen kleinen Fokus reinzubringen, dann kann es irrsinnig schnell vorangehen. Ja, aber vor allem auch gedanklich verzettelt, weil man nicht weiß, zum Beispiel, ich will vorangehen, ich will endlich in die Selbstständigkeit beispielsweise und weiß gar nicht, wo man angreifen soll. Das ist wirklich dieses Fokussieren auf etwas, wird da meinem Empfinden nach sehr wichtig sein. Fokussieren auf ein Thema, was einen wirklich erfüllt, was einen wirklich glücklich macht, kann ich immer empfehlen, weil gerade das Gefühl, Energien fühlt man, das ist hell fühlen, das ist die Basis überhaupt, dass man mit den hellen Sinnen umgehen lernt. Und jeder, der so ein bisschen ein Gefühl für seine Selbstständigkeit hat, der hat auch etwas gefunden, was die Feuerenergie in einem entfacht. Und da braucht es auch ein bisschen den Fokus, weil gerade wenn man so entfacht wird in seiner Feuerenergie, dann ist es so, dann will man alles gleichzeitig machen. Ich kenne es ja selbst auch, ich würde am liebsten 10 Bücher auf einmal schreiben, dann meine ganzen Bilder malen und dann habe ich aber auch noch Workshops und so weiter. Das heißt, dass du wirklich dich konzentrierst, ja, ich mache jetzt das und einen Schritt nach dem anderen, weil sonst wird es auch zu viel. Also, hast jetzt ein super Bild gebracht, weil du gesagt hast, es ist so, wie wenn man 50 Radiosender gleichzeitig eingeschalten hätte. Also diejenigen von euch, die schon in meinem Wirtschaftsastrologie-Seminar dabei waren, da habe ich ein Horoskop, das vor allem für die Zwillinge steht, weil einfach die Zwillinge randvoll sind. Und das ist die Patentanmeldung des Radios. Ja, weil das immer ganz, ganz typisch mit den Zwillingen zusammenhängt. Und man könnte vielleicht, um bei dem Bild zu bleiben, sagen, 50 Sender gleichzeitig zu haben, ist eine schöne Sache, aber widmet eurer Aufmerksamkeit immer nur einem der Sender gleichzeitig. Und dann könnt ihr da gut durchkommen. Mhm. Ist ja witzig, gell? Weil ich habe ja, ich muss nochmal betonen, ich habe mit der Astrologie null. Ich weiß gerade mal mein Sternzeichen, du sagst das Sonnenzeichen, und dann weiß ich Aszendent. Und das war's. Also, du hast mir irgendwann einmal erklärt, was, aber das ist dann bei mir weg. Bei mir ist das, ich bin da eher in der Medialität und beschreibe meine Bilder. Das ist für mich viel einfacher, aber sonst muss ich wieder zum Lernen anfangen. Ich weiß, und du sagst, Astrologie lernen ist einfach und du machst es sicher super. Und der Christoph hat übrigens auch, was hast du da? Da kann man sich sein Horoskop holen für ein halbes Jahr. Ich habe das auch gemacht. Ist wirklich ganz, ganz einfach erklärbar.
erklärt. Also das verstehe sogar ich. Genau, das Zukunftshoroskop, das war mir einfach wichtig, dass jeder Mensch auf Knopfdruck schnell einfach eine Orientierung fürs kommende Jahr hat. Mhm. Kann man eben auf meiner Webseite astrologie.de, kann man sich das erstellen. Und da sieht man eben auch, wie einfach Astrologie formuliert werden kann. Wobei es gibt ja eigentlich drei verschiedene Arten der Zukunftssicht, ja. Und die erste davon ist ja die visionäre Prognostik, ja. Also das, was du machst. Also in erster Linie wirklich durch Eingebung, durch Intuition, durch Medialität. Und im Grunde, wenn man eine Technik gut beherrscht, ob das jetzt mit Meditation oder Channeling oder was auch immer ist, oder Astrologie oder Handlesen, dann kommt man eigentlich immer zu ähnlichen Ergebnissen. Das ist ja das Schöne, ja. Mhm. Auf alle Fälle, ja. Ich finde es spannend, wenn zwei so Disziplinen dann immer wieder, also wir sind da immer wieder drauf gekommen, dass sich das so matcht, das ist super. Ist ja voll interessant auch, weil dass da nicht irgendwie ein Gegeneinander entstehen muss, sondern dass man wirklich sagt, hey cool, das ist ja eine coole Sache. Was ist denn mit Juli? Ich meine, der Juli... Das ist so eine getragene Ruhe irgendwie, oder? Das... Der Juli, das ist dann wieder so der, ja, es hat man dann davor im Juni das Turbulente und jetzt ist sozusagen wieder so eine eher Entspannungsphase, wo es darum geht, sich in seine Gefühle zu versenken, in seine Emotionen reinzugehen, gemeinsam emotionale Übereinstimmung zu erzeugen. Ja, bin ich voll bei dir und voll super, weil da habe ich nämlich Urlaub. Ich sehe es aber. Ganz ehrlich, also ich sehe es in den Farben Gelb, Gold und Orange. Das heißt, für mich hat das auch etwas mit Vereinigung zu tun. Mhm. Und venusische Kraft, da geht es sicherlich auch wieder um die Liebe. Aber da geht es auch um Höhenflüge. Also, dass man wirklich auch extrem schöne Momente haben kann. Und da geht es auch um Genuss. Also nicht nur, weil Sommer ist, weil die Energie dementsprechend auch ist. Aber Ende des Monats zeigt sich schon an, dass die Energien immer eindeutiger wieder werden. Und das kann sein, dass für den Menschen, das ist wie eine Hochsensitivität, die nochmal auf die nächste Stufe gepackt wird. Das heißt, diese galaktischen Einströmungen, die wir dann wieder haben, ich nenne sie auch gerne DNA-Upgrades und auch Sonnenstürme. Also das wird sich zeigen, gerade Ende Juli und dann sind wir schon im August und dann gehen wir zum nächsten großen Monat. Ja, genau. Also wie du sagst, es geht dann schon Ende Juli los. Also klar, die erste Juli-Hälfte, die ist nur dieses Getragene und wie du sagst, dass auch dieses gemeinsam irgendwie sich vereinigen und eine angenehme Zeit miteinander zu haben, sozusagen sich in Seelenpartnerschaften zu vertiefen. Aber dann eben, ja, ich meine, die Energien, die halten sich ja nicht an Monate, das geht ja oft dann auch über Monatsgrenzen natürlich drüber. Und da sind wir natürlich dann schon Ende Juli in dieser sehr massiven Spannungsenergie vom August drüben. Gell? Ja, da habe ich ja, das ist ja das zweite Kapitel gewesen meiner Sprachnachricht an dich. Mhm. Du im August wird's zappenduster. Was ist denn da los? Ja, ja, und dann schaue ich da rein und denke mir, okay, da wird sie vielleicht auf der einen Seite natürlich auch symbolisch düster, aber vielleicht sogar auch wirklich ganz, ganz banal düster in der Form, dass irgendwo die Lichter ausgehen. Es gab ja die letzten zwei, drei Jahre schon oft diese Blackout-Fantasien, die ja teilweise im Wochentag proklamiert wurden. Aber wenn es jetzt mal wirklich wieder zu so einem Blackout kommen sollte, dann ist der August eigentlich mit Abstand der heißeste Anwärter, wo es dann düster wird. Gell? Ja, aber ich sehe es also von einerseits von der energetischen Sicht ist immer, wenn es so ein bisschen drückt, ja, das ist so wie eine graue Wolke, die sich so hinlegen möchte. Das muss nicht sein, dass jeder da einsteigt, aber da drückt etwas, da drückt etwas auf die Stimmung, da drückt es wahrscheinlich auch vom Wetter her, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Luft ist wie zum Schneiden und das wirklich elektrisiert ist. Also ich glaube eher, dass wir so einen richtig fetten Sonnensturm kriegen. Ich glaube nicht an Sonnenstürme, sondern ich glaube, da kommt dahinter eine galaktische Energie, die richtig anschiebt, damit wir uns entwickeln. Natürlich auch Mutter Erde. Es kann natürlich auch sein, ich habe eher auch dahingehend das Gefühl, soziale Unruhen und dass man eher, also was die Stimmung des Menschen anbelangt, sehr müde sein wird. Also sehr erschöpft. Ja. Man hat das Gefühl, man kommt nicht so richtig voran, so als ob man irgendwie so einen Stein vor sich herschieben müsste, auch in die Mann-Frau wieder so ein bisschen
es geht wieder nicht mehr, es läuft einfach nicht mehr rund. So, man probiert, aber es ist alles irgendwie eckig und spröde. Und ja, und dann kommen da sicher da gesellschaftliches Thema dann auch, dass wir irgendwie gedacht haben, wir sind mal ein paar Schritte weiter und plötzlich passt wieder nichts zusammen. Also es ist alles so ruckelig und unrund da, also gerade den größten Teil des Augustes, oft dann auch mit so wirklich an stark negativen Gefühlen, die rauskommen. Ja, also zurückgesetzt sein, Neid, Eifersucht, Missgunst und so weiter, Bestrafungsfantasien. Also ja, das ist sicher so der Monat 2024 mit den größten Spannungen. Ja, also wo man wirklich ja. da läuft es gar nicht rund und gleichzeitig habe ich immer so angestachelt unten drunter. Ja, mhm. Also es geht zwar nicht voran, aber wir haben das Gefühl, irgendwas irgendwie so wie so ein elektrischer Impuls, der schiebt uns, will uns trotzdem dauernd voranschieben. Als würde es eng werden. Also auf der einen Seite drückt was oder schiebt was an, dass man vorangeht, auf der anderen Seite hat man das Stopp drinnen. Das ist ganz ein eigenartiges Gefühl. Ja, Ladehemmung so. Ja, wir, genau. Wir Ladehemmung. Das wird extrem interessanter Monat werden. Mhm. Vorhin war noch was da. Ach so, ja, für mich. Ja, vielleicht gehe ich im August in Urlaub und nicht im Juni. Schauen wir mal. Ja, aber auf der anderen Seite kommt dann wieder der schöne September. Also genau, also wir haben ja dann so eine Art Atempause von Anfang September bis so Mitte oder zweite Novemberhälfte. Also das wird ja bis dahin, und gerade mit dem August dann obendrein, also so am Ende des Augusts, werden wir uns denken, bah, so erschöpft, das kann doch in dem Affentempo nicht weitergehen, wir haben ja gar keine Energie mehr. Und dann haben wir doch eben uns den September, Oktober bis Mitte November so eine Ruhephase drinnen, wo man nicht den Fehler machen darf, sich auszuruhen, weil wir sind nicht mehr in der guten alten Zeit drin. Es ist eigentlich eine Phase, die 2,5 Monate, die muss man nutzen, um das alles zu verarbeiten. Mhm. Ja, so ein Stück weit, wie wir es davor eben auch da im Mai hatten, in einer viel kleineren Form. Und wo man eigentlich sagen muss, okay, das, was sich alles verändert hat, das wird so weitergehen. Das wird dann ab der zweiten Novemberhälfte so weitergehen. Aber jetzt können wir nochmal sozusagen unsere geistige Einstellung, unsere Herangehensweisen, unsere Methoden fit dafür bekommen. Ja? Mhm. Also das ist so eine ganz starke Revisionsphase auch da, der Herbst. Also ich habe mir für den September noch aufgeschrieben, da zeigt es mir schon auch Überschwemmungen an. Mhm. Aber was die Energien anbelangt, dass wir uns sehr stark ausdehnen. Das heißt für mich immer, dass die Heldin den nächsten Schritt bekommen. Ja, also Naturkatastrophen sind etwas, das begleitet uns auch dieses Jahr, weil ja ich spreche davon, dass Mutter Erde, also könnt ihr euch da gerne auch meine Prophezeiungen anschauen, die sind hier kostenlos auf YouTube. Was Mutter Erde betrifft, dass die ganz schön transformiert und da wird schon in Bezug auf Vulkanausbrüche, Überschwemmungen einiges los sein. Ich spüre im September nämlich ganz viel Mitgefühl. Mhm. Und das ist meistens, wenn so etwas passiert. Ja, Oktober, ich bin da komplett deiner Meinung. Oder das, was du da berechnet hast, Verzeihung, das ist bei mir bimmelt's da. Das ist auch der Oktober, da zeigt zwar immer wieder halt die Monde an, also Neumond. Die Menschen reagieren übrigens jetzt mehr auf den Neumond als auf den Vollmond mittlerweile. Mhm. Außer die gerade beginnen, drauf zu kommen, dass sie sowas wie Energiesystem haben. Das ist auch sehr spannend. Und auch da sehe ich, Mutter Erde rebelliert. Aber da finde ich schön, im Oktober, da stehen die Beziehungen und Partnerschaften ganz stark im Zentrum. Genau, ja, da haben wir ja auch den Neumond in der Waage drin, im Partnerschaftszeichen. Ich finde es aber ganz spannend, dass du sagst, dass jetzt die Menschen mehr auf den Neumond als auf den Vollmond reagieren, weil astrologisch ist ja der Neumond die Vereinigung von Sonne und Mond. Sonne ist ja das männliche Prinzip, das aktive Gestalten sozusagen, ja, das Verwirklichen. Und der Mond ist das weibliche Prinzip, unsere Gefühlswelt, unser Empfinden.
Und wenn Sonne und Mond beieinander stehen, am Neumond, dann haben wir eine ganz starke Authentizität, ja, also dass wirklich Handeln und Fühlen authentisch zueinander passen. Vollmond hingegen, das ist da, wo wir die maximale Spannung zwischen diesen beiden Polen haben. Ja. Mhm. Das heißt, da erfahren sich jeweils der Mond und die Sonne im Spiegel des anderen, aber man ist halt maximal von sich selber entfernt eigentlich. Ja. Mhm. Und wünschenswert ist natürlich, wenn man beim Neumond den besonders spürt, um da zu sich zu finden. Also ich biete da immer meine Neumond- und Vollmond-Session an. Wer was spürt, ich bin da sehr unterstützend dabei, weil ich weiß, wie es ist, wenn man wirklich nicht mit den Energien umgehen kann, dann kann es ganz schön rütteln. Und für mich haben diese Trance-Sessions immer sehr, sehr geholfen und mittlerweile spüre ich es gar nicht mehr. Also ich sehe dann das Thema und das transformiert sich raus und das passt dann auch. November sehe ich allerdings schon, dass die Rebellion so ein bisschen wieder, aber ein bisschen frisch. Genau, die kommt da schon, aber so ab der zweiten Hälfte vor allem. Ja. Ja. Also, da wieder in die Vollen. Kann sich jeder selber ausmalen, was das zum Beispiel dann in Amerika für die Wahlen bedeuten wird. Das wollte ich gerade ansprechen. Ja. Weil, ja, wobei ich habe das Gefühl, die bilden sich auch komplett neu. Gell? Ja, Deutschland wird auch, die deutsche Politik, das ist wie, als wird das ganze Schachbrett abgeräumt werden und so, jetzt brauchen wir neue Figuren, wenn ich das mal so sagen darf. Aber wir haben uns ja gestern auch über die Politik kurz unterhalten. Ja. Und ich bin ja auch der Meinung, oder beziehungsweise sehe ich es, dass die Politik, wie wir sie jetzt kennen, in 10 Jahren ganz anders ausschauen wird. Also das werden wir so nicht mehr haben, in dieser Art und Weise. Ja, es ist natürlich jetzt aktuell an niemanden zu beneiden, der in Deutschland an der Macht ist. Ich meine, die einen haben viele, viele Jahre den Karren in den Dreck gefahren, die anderen schaffen es nicht, innerhalb von 2, 3 Jahren den wieder rauszuziehen. Und eigentlich, es gibt nur 2 Randparteien, die in dem ganzen Spiel nie verwickelt waren. Ja, also im Grunde, da kann man natürlich schon die Schuld herumschieben im Kreis, aber eigentlich kann sich da jeder selber an der Nase fassen und man müsste schon fast irgendwie ein Superman sein oder Superwoman, um da irgendwie zaubern zu können, gell, in dieser zerfahrenen Situation in Deutschland. Kleinere Länder wie Österreich, Schweiz tun sich natürlich ein bisschen leichterer, weil die einfach, also das werden wir jetzt sehen in der Luftepoche, dass diese Kolosse, diese alten Schlachtrösser, diese Wale an Nationen, die irgendwie 50, 100 Millionen oder mehr Einwohner haben, dass die einfach immer schwieriger zu navigieren sind und dass man eigentlich mit so einer kleineren Einwohnerzahl wie Österreich, Schweiz mit 8, 9 Millionen sich weitaus leichter tut. Gell? Ja, da funktioniert eher auch nichts, aber... Grundsätzlich würde man sich leichter tun. Ja, ja. Würde. Nein. Also man kann alles schlecht auslegen, man kann alles aber auch in einer gewissen Neutralität sehen, ohne dass man in die Verurteilung eintaucht, würde ich es mal benennen. Es gab da auch eine Frage, was ist mit dem enormen Zuwandererstrom? Ich möchte kurz was sagen dazu, jetzt nicht für dieses Jahr, aber was die Zukunft betrifft und die nächsten Jahre, ist es für mich ziemlich eindeutig, da werden sich schon viele auch einbürgern, aber viele gehen wieder zurück oder gehen in ein anderes Land. Ich habe auch das Gefühl, die ganzen, beispielsweise die Deutschen, sind sehr viele Deutsche ausgewandert, gerade nach Spanien, glaube ich. Ich glaube, halb Deutschland wohnt auch auf Mallorca so ungefähr. Ich habe aber das Gefühl, die kommen alle wieder zurück, weil wenn also hellsichtig betrachtet, ist wirklich, die Politik baut sich so sehr um und das Land wird attraktiver. Das ist jetzt eher ab 5 bis 10 Jahren, es wird das Land einfach attraktiver werden, in der Hinsicht, dass es wieder lebenswert ist und wieder vollkommen neu strukturiert wird. Und immerhin ist es das Land, wo viele auch geboren wurden. Und diese Wurzeln sind ja auch spürbar energetisch. Also das viele auch. Das würde ich aber auch so ab den 2030er Jahren sehen, so wie du das sagst. Jetzt die nächsten 5 Jahre wird es eher hart werden. Migration sehe ich eigentlich 2026, ab 2025 eigentlich eine ganz heiße Phase, gell, wo das, was wir da 2015 erlebt haben, nochmal in einer Potenz daherkommen
wird. Also da ist wirklich nochmal mit einem großen Migrationsstrom zu rechnen. Aber vielleicht, wie gesagt, Krise ist ja oft einfach die Chance zur Verbesserung. Vielleicht schafft man es dann auch, das Ganze deutlich besser zu organisieren, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, manche Gesetze eben komplett abzuändern, damit es dann doch irgendwie wieder künftig dann besser passen wird. Ja. Und dann eben 2030er Jahre würde ich auch frühestens sehen für Deutschland, dass die Menschen wieder zufrieden hier sind und dass auch wieder manche zurückkommen. Ja. Aktuell ist ja die gegenteilige Bewegung. Ja, ich meine, ich finde es lustig zu beobachten, gell? Aber ich liebe die Jahreszeiten. Also ich fühle mich hier wohl. Habe nicht vor, dass ich da irgendwo hingehe. Es Ja, ist. das darf man nicht unterschätzen. Also das ist halt unser gemeinsamer kultureller Stamm, wo man herkommt. Und man schafft es ja eigentlich, gibt es ja soziologische Untersuchungen, bis zum Alter von 18, 19, 20 schafft man es noch, sich in einer neuen Kultur komplett einzufinden. Und danach wird es halt immer schwieriger. Gell? Ja, und es macht auch was mit dem Energiesystem. Das darf man nicht unterschätzen, bin ich komplett bei dir. Insbesondere nicht in dieser neuen Zeit. Du nennst es Epoche, ich nenne es neue Generation. Neue Generation aber nicht, was das Alter betrifft, sondern wo wir alle hineingehen. Und da sind wir alle sehr stark fühlig und wissen einfach, wo unsere Wurzeln ist, wo unsere Verbündeten sind. Und das fügt sich jetzt auch alles. Also das ist ein neues Phänomen. Das werden sehr viele auch physisch spüren. Also ich kenne sehr sensitive Menschen, die beispielsweise ausgewandert sind und sie mussten wieder zurückkommen. Sie haben gesagt, sie haben das physisch so stark gespürt, dass sie weg waren. Ja, Also ich sie kenne werden auch viele, selbst schreibt weg. mir gerade Mario im Chat, Zypern und so, da kenne ich auch ganz viele von meinen Klienten, die nach Zypern abgehauen sind, meistens aus steuerlichen Gründen und gesagt haben, ich habe eh ein Online-Business, das kann ich von dort genauso betreiben und dann wundern sie sich nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr spätestens, dass ihnen das komplett wegbricht, weil sie einfach nicht mehr in dem kulturellen Feld drin sind, ja. Ja, also du sagst kulturelles Feld, ich sag, man ist nicht in seiner gesamten Energie. Also das ist auch sichtbar übrigens, ja. Das ist wie wenn jemand zu viel Drogen nimmt. Da sind wir jetzt dabei beim nächsten Thema. Die Menschen, sie verlieren dann ihre Farbe. Also ich sehe ja die Menschen in Farben, wenn die dann Drogen nehmen, die verlieren komplett die Farbe, die werden dann grau. Also das siehst einerseits natürlich auch bei der Hautfarbe, die werden fahl. Und gut, ich sage immer Drogen, Psychedelika in jeglicher Art und Weise, egal ob das eine Naturpflanze ist oder nicht. Gut, wenn man es einmal man nimmt und ausprobiert, das ist eine Sache, aber Regelmäßigkeit ist halt etwas, die wirklich etwas nimmt. Und wenn du dir etwas nimmst von deiner Energie, verlierst du die Farbenpracht. Und du hast es vorher schon gesagt, wir sind jetzt in einer Epoche angekommen. Ich habe es vorher kurz an. Gedeutet ja, der Drogenkonsum, es kann schon sein, dass der mehr wird oder dass mehr Leute probieren, ihre Schwingung anzuheben mit Drogen, weil es gibt ja auch dieses, ja, diese Droge schwingt so hoch und diese Droge schwingt so hoch, was ich dann immer sage, ja, und du selbst schwingst Genau. noch höher, aber auch ohne Drogen und wenn du Das Drogen ist nimmst. genau, das ist eine dieser Gefahren in der Luftepoche, wo es um den Geist geht und auch um die Verirrungen und wo viele Menschen sagen, okay, boah, es gibt ja da so, das Bewusstsein ist ja viel größer, als ich immer gedacht habe. Und jetzt momentan ja gerade besonders populär Ayahuasca oder diese verschiedenen Rituale. Klar ist in Deutschland dann auch die Cannabis-Legalisierung, was zwar relativ harmlos ist, aber natürlich auch schon einiges mit den Menschen macht. Einiges, ja. Und da kann man sich natürlich, wie du sagst, energetisch ganz schnell ins Aus manövrieren, wenn man das zu sehr übertreibt und dann die Regelmäßigkeit reinkommt. Ja, gehört wahrscheinlich auch zu der spirituellen Revolution, die jetzt auch mal mittendrin sind. Genau, es ist natürlich ganz stark damit verbunden, wobei wir da in den 1960er, 70er Jahren ja schon so ein paar Katastrophen hatten, wenn wir uns zurückerinnern, Timothy Leary und diese ganzen amerikanischen Psychologieprofessoren, die dann mit LSD rumexperimentiert haben und wo das dann komplett entglitten ist, ja. Also da hat natürlich die Wissenschaft auch ein Stück weit dazugelernt. Aber das wird sicher in der Luftepoche künftig eine viel stärkere Rolle spielen, so Psychedelika, aber natürlich auch eine ganz große Gefahr bergen. Also gerade wenn man das irgendwie aus dionysischen Gründen nur zur Unterhaltung oder zum Genuss halt macht. Ja, wie bereits erwähnt, ich meine, wenn unser Lichtkörper, unsere Aura mehr spürt oder für uns eindeutiger spürbar ist, ist es ja nicht nur die Ernährung, die wir eindeutiger spüren, ist es nicht nur die galaktischen Codes, die wir eindeutiger spüren, sondern wir können auch nicht mehr mit solchen externen Substanzen umgehen, wie es mal war.
Also das hat, das ist, wenn man älter wird, merkt man das ja sowieso. Ich meine, ich trinke keinen Alkohol, Drogen ist sowieso nicht, war in meinem Leben nicht präsent, aber ich habe früher schon Alkohol getrunken und viele berichten ja so ab dem 40. Lebensjahr geht es sowieso nicht mehr so, wie man mal wollte, gell? Vom Trinkgelager her. Und das kann man sich jetzt ungefähr gleich vorstellen, weil man spürt es einfach viel eindeutiger, was es mit einem selbst macht. Die einen werden das gut vertragen, die anderen werden es nicht gut vertragen. Aber wenn es einen verändert, werden wir das sehr eindeutig spüren. Also wir, also unser Energiesystem, unsere Multidimensionalität will echt sein. Genau, weil wir in der Luftepoche alles eben ist viel flexibler und auch ein Stück weit instabiler. Wir haben nicht mehr diese enorme materielle Verkrustung unseres physischen Leibs um uns herum. Das wird natürlich viel feinstofflicher. Und da merkt man, also früher, wo vielleicht dann irgendwie so ein Kasten da 5 Liter Bier in sich reingeschüttet hat und dann einfach nur still in der Ecke gesessen ist, da könnte das vielleicht noch verbergen, ja, aber das wird in der Luftepoche, wo das alles viel ätherischer wird, natürlich immer schwieriger werden, ja. Genau, und zum Abschluss haben wir einen wunderschönen Dezember, der wird wirklich wunderschön, sehr lichtvoll, sehr regenerativ, meinem Empfinden nach auch sehr heilsam. Ich finde es auch sehr spannend, dass die besonderen Phasen auch meine Workshops aufzeigen. weil bei mir hat sich das auch immer so ergeben. Ich bin gefragt worden oder habe mir gedacht, ja, da könnte man was machen in einem Workshop. Und die Themen haben dann auch immer gleich dazu gepasst. Also das finde ich dann auch immer sehr geführt. Hast du noch eine Frage gefunden, die du beantworten möchtest? Ja, das sind natürlich jetzt Massen an Fragen. Es sind natürlich jetzt relativ viele Fragen, habe ich gesehen, so zur Wirtschaft kommen und Kryptowährungen und so weiter und so fort. Da möchte ich einfach gern verweisen. Ich würde heute gerne den schnöden Mammon ein bisschen raushalten aus den Diskussionen, weil es einfach so eine schöne Atmosphäre hier ist. Aber am Dienstag gibt es ja meinen jährlichen Online-Vortrag, die größten Chancen der kommenden Jahre, also die solche Themen auch interessieren und vor allem auch wirklich so handfeste Techniken, wie man sich ab 2024 für die Luftepoche rüsten kann, bitte einfach dann übermorgen, da gehen wir dann genauer drauf ein. Und heute ist einfach, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt mal auf die spirituellen Entwicklungen uns fokussieren. Genau, du bist ja da komplett auch Profi, was Finanzthemen auch angeht und einfach Themen angeht, die, wo ich jetzt nicht so, auch nicht bewandert bin. Was heißt bewandert? Ich könnte halt meinen energetischen Senf dazugeben, aber ich glaube, du machst da einen... Ja, ich meine, es ist natürlich schon grundsätzlich, Birgit, spannend, diese Diskrepanz. Auf der einen Seite hat jeder verstanden, wir gehen in eine neue Zeit rüber, aber auch ein Teil von uns probiert jetzt ganz krampfhaft, wie kann ich mein Vermögen in Sicherheit bringen, meine alten materiellen Werte aus der Erdepoche. Das ist natürlich per se schon ein gewisser Widerspruch. Ja. Und darum, ich habe das am Dienstag alles genauso aufbereitet, wie man da mit einem Mix aus ein paar materiellen Sicherheitsschrauben und dann aber vor allem eben geistigen Zieltechniken da das Beste für sich und sein Leben draus machen kann. Das würde dann einfach auf Dienstag verlagern. Sehr gut, ja. Also schaut gerne beim Christoph vorbei. Das wird sicher interessant. Bei mir ist es immer so, wenn ihr dann anfängt, so, ja, und da ist das in Konjunktion mit das und großer das ist wie die Nulllinie. Aber man muss wirklich sagen, also ich höre dir als Astrologen wirklich sehr gerne zu, weil es ist verständlich. Es ist wirklich verständlich, auch das Horoskop, was man bei dir bestellen kann, online, das ist super. Also es ist wirklich einfach verständlich und nicht mehr dieses Kryptische, was man so kannte vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Das war mein Riesenbedürfnis, weil das war, wo ich selber in den 90ern angefangen habe, ja, und dann ist ja langsam das Internet gekommen, kann ich mich erinnern, und da waren die Foren voll von der Planet ist in Konjunktion mit dem und in der Halbsumme und so weiter und so fort und der Astronomie kommt an oder zu und das versteht kein normaler Mensch mehr. Und ich finde, Astrologie kann sich am besten dadurch bestätigen und beweisen, dass es ja auch in der Alltagssprache funktioniert, ja, und ohne solchen komischen, ja, es ist ja oft so ein Fachjargon, ist ja oft auch so ein bisschen eine Eintrittsbarriere, ja, um sich irgendwie als seriös darzustellen. Ich finde, wichtig ist, dass man eine Sprache findet, die für möglichst viele Menschen verständlich ist. Da haben wir es wieder. Das ist ja auch ein großes Kernthema, das haben wir gar nicht besprochen, was ja eigentlich mein Lieblingsthema ist. Das habe ich übrigens schon angesprochen, wie wir uns das erste Mal beim Jens Lehrich
Ich mache jetzt Werbung für Jens Lehrich für Fairtalk, weil das ist ja auch ein großes Thema, gell, die freien Medien und wie sie die Berichterstattung. Und bitte gerne spenden auch bei Fairtalk, weil die brauchen die Unterstützung von uns allen, weil das ist eine gute Berichterstattung. Aber dieses, wenn ich ein Wort nicht fühlen kann oder wenn ich eine Sprache nicht fühlen kann oder ein Thema nicht fühlen kann, das passt dir jetzt komplett rein. Fremdworte sind fremde Worte. Mhm. Wenn ich die nicht fühlen kann, kann es ein anderer auch nicht fühlen. Also sich damit zu schmücken, bedeutet in dieser neuen Zeit, dass du nicht mehr gesehen wirst. Ja, und es wäre mein Wunsch für die Wissenschaft, dass die auch abkommt von diesen Torwärter-Sprache, um einfach eine Sprache zu finden, die halt jeder von uns verstehen kann. Gell? Das ist ja eigentlich die Kunst von jeder Disziplin, das so zu übersetzen, dass man auch jetzt ohne eine jahrzehntelange Ausbildung die Dinge verstehen kann. Ja, Christoph, super, danke. Ich habe mich echt gefreut, dass wir das so hinkriegt haben. Total, und ich bin auch froh, dass wir dann diese Audioprobleme dann doch zumindest zu Beginn dann auch doch geschafft haben. Ich war ja schon total irritiert, alles dreifach zu hören. Danke dir, Birgit, für dieses wunderschöne Gespräch. Es hat irrsinnig Spaß gemacht. Es war total erhellend und inspirierend und schön zu sehen, wie eigentlich so die astrologischen Energien und die Energien, die du wahrnimmst, wie eng das miteinander verschränkt ist. Ja, kann ja gar nicht anders, gell? Ja. Es geht ja gar nicht anders. Es ist ein Feld, das wir alle lesen. Die einen mit Berechnungen, die anderen einfach so. Ich würde mich als faul bezeichnen mittlerweile, weil das ist mir, da müsste ich was lernen. Ich finde es einfach wunderschön, wenn sich unterschiedliche Disziplinen einfach zusammentun und auch aufzeigen, dass es gemeinsam funktioniert. Genau. Ja. Das ist genau das Thema der neuen Zeit, dass man da einfach Brücken schafft, wo davor keine waren. Genau. Ja. Okay, Christoph, wir bleiben in Kontakt. Wir sehen uns bald, ich glaube am 21. März in meinem Member-Bereich. Genau. Dann gehen wir nochmal in die Tiefe. Schaut bitte beim Christoph auch vorbei. Am 23. ist dieser Talk, also geht dieses Video online bei dir, gell? Genau, es ist übermorgen Live-Vortrag, das mache ich ja einmal im Jahr, wo auch wie hier natürlich ganz viele Fragen dann beantwortet werden. Und ja, würde mich freuen, den einen oder anderen von euch da wiederzusehen. Ja, wir verlinken deinen Kanal drunter. Okay. Mhm. Gut, dann sagen wir gemeinsames Baba auf Österreichisch. Macht es gut und vielen Dank, dass ihr dabei wart, trotz Schwierigkeiten. Aber ich sehe das nicht als Schwierigkeit. Ich habe es lustig gefunden, wenn ich ehrlich bin. Ja. Okay, tschüss, Baba. Danke, tschüss.